7 Fakten über Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Als Kind bekam Hegel als Belohnung für gute Schulnoten Taschengeld und gab dieses sodann für Bücher aus. Später absolvierte er ein Studium der Theologie an der Universität Tübingen. Er wurde allerdings kein Geistlicher, wegen seiner während des Studiums entstandenen Abneigung gegenüber der Kirche. An der Universität freundete er sich mit dem später sehr berühmten Philosophen Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling und dem Dichter Johann Christian Friedrich Hölderlin an. Diese beiden haben die Entwicklung seiner Weltsicht stark beeinflusst. Hegel und Schelling waren Anhänger der Französischen Revolution. Sie pflanzten sogar einen der symbolhaften Bäume der Freiheit, die damals in ganz Europa als Symbol der revolutionären Bewegung gepflanzt wurden. In seinem Abschlusszeugnis, das Hegel von seinem Lehrer mit auf den Weg bekam, stand die recht ungewöhnliche Beurteilung, dass er ein Mensch mit guten Anlagen, aber mäßigem Fleiß und Wissen, ein schlechter Redner und ein Idiot in der Philosophie sei. Später traten Hegel und Schelling Philosophieprofessuren an der Universität Jena an, wobei Schellings Vorlesungen einen großen Zuspruch fanden und es bei Hegel geradezu das Gegenteil war. In der Zeit seines Lehrens an der Universität schrieb Hegel sein erstes bedeutendes Werk Phänomenologie des Geistes, wo er alle wichtigen Themen, die ihn zuvor beschäftigten, systematisch ausarbeitete. Er setzte sich darin unter anderem kritisch mit der Identitätsphilosophie Schellings auseinander. Nach der Veröffentlichung erfolgte von Schelling ein vollständiger Abbruch der Beziehung zu Hegel, denn diesmal waren philosophische Ideen wichtiger als Freundschaft.